So, dann geht's weiter. Ich mach mal den Autopiloten an. Das heißt, jetzt kann ich dann die Rakete noch ganz schnell auffüllen. Basisgebiet ist hier, okay. Ich bin schon bald auf Stufe 9, sehe ich gerade. Da ist noch jemand in Not vielleicht. Mal schauen, ob es eine Falle ist oder nicht. Wir sind von Minen umgeben und finden keinen Weg raus. Ich werde sehen, was ich tun kann. Auf diese Minen sollte ich lieber nicht schießen, sonst beschädige ich das Schiff. Oh, Scheiße. Wo hat's noch welche? Dort. Also, falls ihr das auch mal spielt, hier müsst ihr einfach möglichst schnell A drücken, damit ihr die fassen könnt. Damit die nicht hochgehen. Könnt ihr die wegwerfen. Das hat mir jetzt 1200 Credits gegeben. Hm? Hat's noch irgendein Wrack? Ich sehe mir das gerade schnell an. Ah ja, noch ein Container hat's auch noch drin. Perfekt. Keine Kapazität mehr. Okay, dann muss ich Platz schaffen. Also an Beute kann ich mich auch nicht beklagen, also man bekommt ordentlich Material. Schon eine Weile her, schon ein paar Stunden her, wo ich zu Hause war. Das ist wahrscheinlich die Ärztin, wo aufgewacht ist, denke ich jetzt mal. Ich hoffe, die macht uns jetzt keine Probleme. Ich meine, wenn die so richtig Gehirn gewaschen ist von der Gruppe da, dann könnte die natürlich... Oh je. Dex. Betäubungsweile. Euer Labor hat wirklich alles. Ihr habt also meinen Transporter entführt und mich hergebracht. So viel ist klar. Aber ihr habt mich nicht bewacht, also seid ihr nicht die Hellsten. Ihm geht's gut. Er wird nur etwas Kopfschmerzen haben, wenn er aufwacht.
Als erstes werde ich dir ein lokales Entspannungsmittel geben, damit du deinen Kiefer bewegen kannst. Und dann will ich, dass du redest. Wenn ich keine zufriedenstellenden Antworten bekomme, werde ich dich mit dieser Spritze in den ewigen Schlaf befördern. Blinzle, wenn du mich verstehst. Okay, wo zur Hölle bin ich? Sito-System, DMZ. Verdammt, also haben diese Bastarde mich tatsächlich in die DMZ geschickt. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ihr seid also Outlaws? Nicht ganz. Freiberufler. Wie viele seid ihr? Nur wir drei. Ja, ich hab den armen Kerl im Nebenzimmer gesehen. Überfallt ihr öfter medizinische Konvois? War das erste Mal. Was zur Hölle? Willkommen zurück. Wirst du Ärger machen? Dein Freund hier hat mir schon ein paar Dinge verraten. Ihr solltet doch wissen, dass man eine Lady niemals gegen ihren Willen entführen darf. Das war nicht geplant. Wir waren nur hinter den Medikamenten her. Ich bin nicht sicher, ob Medikamente allein eurem Freund in der Kryokapsel helfen kann. Er hat Verbrennungen dritten und vierten Grades und muss operiert werden. Das wolltet ihr doch nicht selbst erledigen, oder? Wir haben nur getan, was wir für richtig hielten. Zuallererst bin ich Ärztin. Ich biete euch also an, eurem Freund zu helfen. Wenn ihr mich danach aus der DMZ rausbringt. Ich kann hier nicht bleiben. Hör zu, wir bringen dich zurück. Nein, danke. GNB steht jetzt auf meiner schwarzen Liste. Ich hätte das Kleingedruckte im Vertrag lesen sollen. Ich wusste nicht, dass ich in der DMZ enden würde. Okay. Das heißt, das ist noch zu für die Wir sind sicher einig. Ohne Kleingedrucktes. Gut, dann sorgt dafür, dass ihr beide wieder auf die Beine kommt, während ich mich an die Arbeit mache. Aber keine Tricks, okay? Zugegeben, mir gefällt ihr Stil. Ich bin übrigens Delia, Dr. Delia Wendo. Nenn mich Dex, und das ist Adam. Wer von euch hat mich in dieses Schlamassel gebracht? Das war ich. Dann sitzt du auf dem Pilotensitz, wenn ich zurückfliege. Mach dir keine Sorgen. Du und ich haben das gleiche Ziel. Aber zuerst müssen wir ein militärisches Interface finden, um durch das Sprungtor zu kommen. Habt ihr einen Plan dafür? Vielleicht haben wir den. Adam, hast du jemals von der Sito-Geisterflotte gehört? Nicht, dass ich wüsste. Das ist ein Friedhof alter Kriegswracks, der von diesen Bloodstar-Idioten versteckt wurde. Eine Fundgrube für verschrottete Militärtechnik. Gepanzerte Ummantelungen, Kreuzerantriebe. Und Hive-Einheiten? Ganz genau. Leider ist sie durch Störtechnik versteckt, sodass niemand sie je gefunden hat. Also mehr Beanbags? Nein, das ist nicht der Stil der Outlaws. Sie sind eher wie befestigte Stützpunkte. Das macht es einfacher, sie zu finden, aber viel schwieriger, sie auszuschalten. Wo soll ich anfangen zu suchen? In den Deep Fields. Ich habe bereits einige Koordinaten auf deiner Karte hochgeladen. Wenn alle drei Basen zerstört sind, feiert die Geisterflotte ihren großen Auftritt und überreicht uns unser Ticket raus aus Sito. Gut, dass ihr wisst, was ihr tut. Ich sammle Daten über meine Patienten, während ihr Freiberufler Basen überfallt. Wir sind wirklich keine Outlaws. Und es ist mir wirklich egal. Schon okay. Solange ihr euren Teil der Abmachung einhaltet. Crew-Mitglied erhalten Delia. Hier könnte ich jetzt auch Sachen einlagern, hä? Ich weiß nur, ich habe ziemlich viel Material mittlerweile. Die Frage ist jetzt, Nanotechnik verdoppelt die Reparaturgeschwindigkeit von Nanobots. Nanobots reparieren auch Verbündete in der Nähe. Ich schau mal, ich hätte das glaube ich sogar, oder? Nein, habe ich nicht. Energiekugeln. Abgeschossene Schiffe lassen manchmal Energiekugeln zurück, die beim Einsammeln Waffen und Boost-Energie auffüllen. Ah, das klingt cool. Das
kann ich tatsächlich machen. Hä? Cool. Das heisst, das mache ich jetzt gerade. Alle Materialien investieren. Tada. Praktisch. Energiekugeln reparieren auch einen Teil der Panzerung. Habe ich zu wenig? Gar keins. Auch zu wenig. Boah, 13.000. Leck mich am Arsch. Okay. Nein, Moment. Das könnte ich tatsächlich machen. Hier, wie sieht es dort aus? Sehr schlecht. Sieht auch nicht... Ja... Soll ich das hier machen? Was meint ihr? Zahle nur 70% für die Reparatur von Ausrüstung. Das heißt, ich habe ein bisschen billigere Reparaturkosten. Zeto Geisterjagd. Das heißt, wenn ich Missionen mache. Zeto Geisterjagd, okay. Hier hat es auch noch ein Ding. Zeto Orbit. Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier einiges einlagern soll oder nicht. Hm. Ich bin mir im Fall wirklich am überlegen, ob ich mal nochmal schauen gehen soll, ob die neue Schiffe haben vielleicht. Verlorene Fracht. Ah, warte mal. Das war ein bisschen zu weit. Job annehmen. Ich blick da mal hin. Ja, ja. Ich geh mal schauen, vielleicht haben die ja von genau dem Schiff. Zeigen alle Basen, die ich in den Deep Fields entdeckt habe. Ein paar könnten Blindgänger sein. Aber ich bin mir sicher, mindestens einer davon ist ein Beanbag, der die Geisterflotte versteckt. Wenn du sie gefunden und beseitigt hast, kann ich die anderen mit einem kleinen Trick aufspüren. Glaubst du wirklich, wir können ihr trauen? Delia? Na, sie hat uns in der Hand und hat's nicht ausgenutzt. Solange wir sie nicht provozieren, würde ich sagen, sind wir sicher. Dazu gehört auch, ihr nicht zu verraten, dass du ein Klon bist. Ich weiß mittlerweile, dass du ein ganz normaler Kerl bist, aber in den Kolonien gibt es viele Vorurteile gegen Kloner. Da musst du mich nicht dran erinnern. Nicht mal Ben weiß es. Belass es besser dabei. Ich fliege jetzt direkt hin, ich will mal schauen.
Das heißt, ich muss aber nachher wahrscheinlich meinen Krempel dort verkaufen gehen. Die Fracht muss irgendwo hier sein. Das Signal ist anders. Die Fracht könnte in einem Gebäude oder einer Höhle sein. Das ist komisch. Kann ich das einfach aufschießen? Die Drohne hat die Fracht. Fertig. Habe ich hier jetzt alles? Bringe die Container in die Station, ja. Jetzt muss ich gerade schauen, wohin muss ich jetzt genau? Ich muss jetzt die Fracht auf der Karte anzeigen. Ist das Nephis Ebenen muss ich hin, ha? Okay. Nephis Ebenen ist hier, okay. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, nicht, dass ich da wieder am falschen Ort andocken gehe. Oh bitte, hoffentlich haben die das Schiff in besserer Version, dass wir haben genau das Schiff in blau oder was. Ich glaube, jetzt habe ich ja die grüne Variante, ein bisschen die aufgemotzte Version. Ich bin aber nicht mehr ganz 100% sicher. Hallo, ist da Nefti-Station? Hier spricht Nefti-Station. Der Auftrag ist abgeschlossen. Ausgezeichnet. Ich hätte dann gern meine Bezahlung. Signatur überprüft. Hier, bitte. Ich weiß halt nicht, wann ich jetzt in ein anderes Gebiet gehe, wo das vielleicht teurer verkaufen könnte. Abartige Preise, 121.000. Cyclops B2 Bomber. Tormentor Sentinel. Metal. Der ist genau gleich von den Werten, das kann ich fast nicht glauben.
Schildpanzerung hätte der besser. Das ist relativ nahe. Aufspüren und eliminieren. Das ist auch nahe. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ich verkaufe das Zeug, weil... auch ehrlich gesagt Platz. Ich weiß zwar nicht, hätte ich den jetzt nicht verkaufen sollen. Ja doch, komm weg mit. Quantenfalle, habe ich das nicht schon? Auf jeden Fall habe ich jetzt 51.000. Okay, das kann ich mir immer noch nicht leisten. Optisch sieht er auch nicht so schlecht aus. Quantenfalle habe ich doch hier schon. Jeglicher Schaden, bla bla bla. Ist das nicht dasselbe wie es dort angeboten? Doch. Railgun, Pulse Laser, Gatling. Ich könnte da ein paar herstellen mittlerweile. Ja. Modifizieren. Schnelle Gatling Gun. Ich schau mal, ob ich die... Die könnte ich jetzt erhöhen. Ja. 26 Schaden mehr, 7 Energieschaden. Sehr gut. Fügt die Distanzeigenschaft. Das wäre dann auch noch interessant. Zehn Prozent des Kinetikschadens umgeht ein Schild. Soll ich das mal neu würfeln? Hab das noch nie gemacht. Mach ich mal. Kann nicht beschädigt werden. Ich mach nochmal. 20% erhöhter Schaden, wenn das Schiff im Sonnenlicht sich befindet, okay. Schau mal, ob ich dir die Stufe... Nee, kann ich nicht. Boah, wenn ich die erste Waffe auf Violett bekomme, da freue ich mich mega drauf.
Ja gut, ich habe jetzt den Plunder mal verkauft, damit ich ein bisschen Platz habe. Schaue ich mal, welche Mission am nächsten ist. Die da, auf der Karte anzeigen. Wegpunkt setzen. Und Sprung. Ich mache jetzt hier trotzdem noch gerade ein paar Missionen, weil ihr habt ja gesehen, wenn man da die Stufe erhöht. Ja gut, da ist jemand in Not. Ich rette den oder sie. Mal schauen. Habe ich vergessen, die Raketen aufzufüllen? Sicher zerrt gerade. Okay, die rasiert jetzt ordentlich. War's das? Okay, Bini? Ich glaube, das war's. Vielen Dank für die Hilfe. Flieg mal da runter zu dem Wrack. Mal schauen, ob da irgendwas zu erbeuten gibt. Hallo, Beute. Beute, Beute. Okay, heute sind sie ein bisschen geizig, wir möchten nichts abgeben. Hier etwas. Okay. Ich habe eben akustisch was gehört, aber ich habe gemeint, das sei vielleicht wieder so ein unsichtbarer Container oder so. Keine Ahnung. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Ja, weil wenn ich jetzt da aufsteige, bekomme ich ja das erste violette Teil oder wie. Hatte heute noch kein Zielwasser. Aus die Maus, bin ich da.
Weißt du was? Ich könnte das mal verstärken. Ich mach das mal hoch. Jetzt da überall Zeug schwirrt jetzt darum. Hör doch auf mit dem Zeug. Immer diese Feindseligkeit heutzutage. Übertriebene Härte. So, ich muss mal hier noch die Mission erledigen. Bitte kommen. Ihr Nestis-Station. Ich habe den Job erledigt. Signatur bestätigt. Vielen Dank. Was war's? Schau mal, wo ich... Ich werde jetzt mal die noch erhöhen. Plus 3 Routine-Modi. Das heißt, dann ist das sozusagen Meisterstufe oder so irgendwie dran. Sorgfalt repariert 100% Schaden, allerdings über einen Zeitraum von 5 Sekunden statt sofort. Kompensation. Aha, da kann man den Modus wechseln. Repariert stets bis zu einem Mindestwert von 20% der Gesamtpanzerung. Standardmodus. Repariert 17% des letzten Schaden, bla bla. Repariert 100% Schaden, allerdings über einen Zeitraum von 5 Sekunden statt sofort. Repariert 100% Schaden, allerdings über einen Zeitraum von 5 Sekunden. Nein. Der Umfang der Reparaturen erhöht sich mit dem Anteil der fehlenden Panzerung auf bis zu 200%. Hä? Der Umfang der Reparaturen erhöht sich mit dem Anteil der fehlenden Panzerung auf bis zu 200%.
Das heißt, ich kann es jetzt einsetzen? Nein. Ich weiß zwar jetzt nicht genau. Ich meine, wenn es mir 100% repariert, das wäre ja sehr gut eigentlich. Hier haben wir nochmals eine Mission. Aufspüren und eliminieren. Ich weiß nicht, wie viele Missionen ich genau noch machen muss, um die andere Belohnung zu bekommen. Ansehen 2750. 200, okay. Also, das heißt, wenn ich pro Mission 200 Ansehen bekomme. Okay, dann muss ich ein paar machen. Hä?